Und da sind wir auch schon wieder. Es wird Zeit, einen Zwergen zu töten. Also S, Shift A und K. Und zwar Extreme Killer. Den sollten wir jetzt ganz langsam verfolgen. Da ist er gerade und er greift anscheinend schon jemanden an. Hat man schon Wunden? Nee. Ich drücke jetzt mal nicht Leertaste, um das Spiel weiterlaufen zu lassen, sondern ich drücke jetzt Punkt. Und damit wird nur ein Tick weitergelaufen. Das heißt, man sieht immer ein Frame nacheinander, jedes Mal, wenn ich drauf drücke. So kann ich gucken, wo er genau hinläuft. Jetzt ist der Zappel verschwunden. Jetzt drücke ich nicht mehr. Jetzt warte ich. Da ist er. Klick, klick, klick. Klick, 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 klick. Weg ist er. Wo ist er hin? Er ist nach unten gelaufen. Aber anscheinend greift er nicht... Ah doch, jetzt scheint er anzugreifen. Aber da er unbewaffnet ist, ist er hoffentlich noch. I? Ja, ist er. Dürfte das nicht zu schwierig werden. Er läuft jetzt wem hinterher? Mr. Key irgendwas? Das ist ganz gut, denn er ist nämlich jetzt hier mitten im Raum. Und die Miliz kann ihn gleich hier umringen und niederprügeln. Und die prügeln sich anscheinend wirklich nur, denn keiner nimmt Schaden. Na gut, dann lass dieses Spiel jetzt mal richtig weiterlaufen. Wo bleibt die Miliz? Wo bleibt die Miliz? Da kommt die Miliz. Hat irgendjemand Schaden genommen? Oh, Mr. Key irgendwas hat am rechten Oberarm und am rechten oberen Bein schon Schaden genommen, aber keinen wirklich schlimmen. Extreme Chiller wird gleich richtig Schaden nehmen, denn da kommt Hex mit seiner Stahl-Axt, die er hoffentlich hat. Ja, Steel Battle Axe. So, das machen wir jetzt wieder mit Punkt, 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 Punkt. Damit wir schön mitbekommen, was da jetzt passiert. Denn gleich werden die ersten Körperteile fliegen. Und da will man ja zugucken und so. Punkt, Punkt, Punkt. Tot. Wie jetzt? Der ist nicht wirklich tot, oder? Oh. Was haben wir da? Furnace Mengals linke Hand. Okay. Und der linke Handschuh, der wahrscheinlich an der linken Hand dran war, der jetzt auf dem Boden liegt. Das heißt, Hex hat einfach mal so dem Extreme Chiller die linke Hand abgehackt. Jo, alles ist in Ordnung, die linke Hand ist ab. Okay. Drücken wir noch mal ein paar Mal Punkt, gucken, was passiert. Extreme Chiller geht jetzt mit einer Hand immer noch auf den Stonecrafter los. Da wird er wohl kaum was erreichen. Und Hex ist gleich hinterher. Was fliegt als nächstes weg? Ich tippe auf einen Fuß. Punkt, 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 Punkt. Na, irgendwie kommt Hex aber nicht ordentlich hinterher und nicht ordentlich zum Schlag. Und der Furnace Operator, oh, das ist nicht gut. Extreme Chiller has entered a martial trance. Das ist so eine Art Kampftrance oder Berserkerwut, wo drin sie noch besser kämpfen können. Und, oh, was ist da passiert? Ah, Extreme Chiller blutet hier alles voll. Da blutet er noch was voll. Nee, wo ist er denn? Da blutet er was voll. Da blutet er was voll und da ist er. Also er hinterlässt wirklich eine Spur aus Blut und ist jetzt tot. So. Das claimen wir erstmal alles, dass wir es wieder benutzen können. Und da ist Furnace Operator blub blub Mutilated Corpse, also zerstückelte Leiche, mit jede Menge Zwergenblut. So, und ich habe jetzt nicht daran gedacht, rechtzeitig die Grabkammern zu bauen. Das heißt, wir müssen jetzt ganz fix bei dem Mason erstmal JM und die ganzen Sachen hier runtergehen in der Priorität. Das heißt, wir drücken jetzt Q. Und wie hieß das? Tomb?
Nee, Coffin, genau. Wir hätten gerne Rock Coffins, 20 Stück. Und die ist in der Priorität ganz weit oben. Denn solange stinkert hier die Leiche jetzt alles voll. Wir könnten sie auf den Müllhaufen schmeißen, aber das mögen Zwerge nicht unbedingt. Ich guck mal ganz kurz in das, in den Dwarf Therapist, ob jetzt irgendjemand traurig geworden ist dadurch. Aber anscheinend nicht wirklich. Extreme Chiller ist tot. Und sonst nichts Wichtiges. Also er schien nicht wirklich viele Freunde gehabt zu haben. Sonst wären die anderen Zwerge jetzt traurig geworden. Aber vielleicht verzögert sich das ja auch ein bisschen. So, werden jetzt inzwischen die Särge gebaut? Ne, die Türen sind immer noch oben drin. Das ist jetzt komisch. Ach nee, Gerogon hat wahrscheinlich noch nicht den Stempel drunter gesetzt und den Auftrag, weil er immer noch mit den Elfen hier beschäftigt ist. Und das sollten wir auch mal kurz machen. Das heißt, wir tauschen jetzt alle unser schönes Spielzeug und die Trompeten und was weiß ich gegen Stoff, damit das nicht nochmal passiert. So. Schön darauf achten, keine Holzsachen mit dazwischen zu haben. Alles Granit, alles Granit. Stoff, Stoff, Granit. Hundeknochentotem bringt nur 10 Zwergendollar. Aber das hängt damit zusammen, dass die Qualität halt recht schlecht ist, weil unser Bone Carver noch keinen hohen Skill hat. So, was habt ihr dafür? Wir hätten gerne Käfige, einen Kiwi, ein Buschtit, was auch immer ein Buschtit ist. Ah, ein Tit ist ein... Nicht, was ihr jetzt denkt. Das ist ein Vogel. Ich weiß nur nicht mehr, welche Art das genau ist. So, dann haben wir Alkohol. Ja, Alkohol haben wir auch. Und sonst nicht mehr wirklich was Interessantes da oben. Was haben wir unten noch? Lauter Früchte, die wir nicht anbauen können. Wir können das Mehl kaufen, aber das ist viel zu teuer. Oh, ganz viel Stoff. Den nehmen wir doch auf jeden Fall. So, so, so. Jetzt müssen wir erstmal wieder Sachen von uns reinschmeißen. Wir hatten ja irgendwie 70 Instrumente. Die sollten erstmal alle auf die Liste. So. Wir haben bisher 4000 und wir wollen Sachen haben für 1400. Das passt. Aber ich hätte gerne noch wesentlich mehr Kisten von Stoff. Also jetzt nicht nur, damit wir was auf Vorrat haben, falls wieder einer durchdreht, sondern auch damit unser Stoffcrafter daraus ganz viele Sachen herstellen kann, um seinen Skill hochzubekommen. Das auch alles. Oh, nee, nicht die Kiste. So, jetzt sind wir bei 6000 gleich. So. Also die Stoffkisten ignorieren wir erstmal, die können wir später alle auswählen, um das aufzufüllen. Und die haben richtig viel Stoff dabei. Jetzt hätte ich erstmal gerne alles, was sie zu essen haben. Denn unsere Vorräte, was Essen angeht, sind ja ein wenig mau. So, und immer 5. Also dieses neue Menü finde ich ein wenig nervig. Vorher konnte man einfach raufklicken und man hat sie bekommen. Jetzt muss man jedes Mal auswählen, wie viele aus dem Stack man gerne hätte. Aber da ich immer alles aus dem Stack nehme, ist das für mich witzlos. Aber gut. So, das war es auch schon an sinnvollen Dingen. Das heißt, wir können jetzt nur noch den ganzen Stoff aufkaufen. Wir haben hier einen Value von 2000 und wir brauchen 50% Profit für den Händler. Da können wir noch eine Menge draufschlagen. So, wir sind jetzt bei 4000 knapp und der Profit liegt bei 2200. Das dürfte eigentlich klappen. Ich fliege nochmal ganz kurz über unsere Seite, um zu gucken, ob hier irgendwo noch was aus Holz dabei ist. Keine Finished Bins. Nein, nein. Okay. Nee, schaut gut aus. Aber trotzdem ist es immer so eine Sache, weil es kann hier immer was dabei sein, was verziert ist, auch wenn es dann eigentlich diese Klammern haben dürfte. Aber ich drücke einfach mal T. Ja, super.
Und der Händler seems ecstatic with trading. Also der ist tierisch happy über seinen Profit. Obwohl es nur 50% war. Das kann damit zusammenhängen, dass Gerugon inzwischen einen richtig hohen Wert hat als Appraiser. Der ist dann nämlich schon Stufe 11. Hat angefangen mit Stufe 1. Ja, so viel Handel hat er schon getrieben. So, er geht die Sachen alle wieder weg. Und dann lassen wir Gerugon gleich mal weiterarbeiten. Das heißt, wir sollten seinen Job auch wieder auf Hochstellen. Bookkeeper, Settings. Nehmen wir Medium. So, damit er auch den Stempel noch schnell drücken kann. Weil wir brauchen ganz schnell den Coffin. Obwohl ich echt versucht bin, jetzt einfach hier die Sachen alle runterzunehmen. Und manuell das kurz zu machen. Coffin, 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 Coffin. Und hier auch alles weg. Und auch... Nee, nicht Armor Stand. Coffin, 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 Coffin. So. Jetzt bauen wir ganz schnell ein, zwei Stück, damit ich die hier unten deponieren kann. Und ich habe mir überlegt, wir können einfach die Mine benutzen, um da auch unsere Leichen zu lagern. Das finden die Zwerge bestimmt ganz toll. Weil es sind ja eh Minenarbeiter, da können sie auch in der Mine sterben und begraben werden. So. Haben wir schon einen Coffin? Nee. Komm schon, gib mir einen Coffin. Wir sind jetzt alle mit Schleppen beschäftigt. Was ja auch schön und gut ist, aber ich will nicht, dass der Zwerg so lange da rumliegt. Und die Hand liegt da auch noch rum. Was machen wir mit der Hand? Warum wird die nicht weggeschmissen? Das ist komisch. Also den Handschuh claimen wir erstmal wieder. Eigentlich müsste die Hand jetzt oben mit auf den Refuse-Pile. Hier haben wir noch einen Platz für Corpses. Den mache ich mal kurz an. Vielleicht zählt die Hand ja als Leiche und nicht als Körperteil. Und da dürfte er auch zwischenzeitlich auf dem Corpse-Stockpile gelagert werden. Ist immer noch besser als hier mitten bei dem Edelsteinschleifer. Und das ganze Blut überall ist auch ein wenig irritierend. Das heißt, wir sollten, wenn wir es irgendwann mal sehen bei einer Karawane, auch Seife kaufen. Weil ich glaube, mit Seife konnte man Blut schneller wegmachen. So, jetzt aber bitte mal langsam einen Coffin. Was macht ihr da die ganze Zeit? Kaum will man was, das schnell gemacht wird, dauert es Ewigkeiten. Was ist eigentlich mit unserem Militär-Squad? SA, der ist aktiv. Und... macht nix. Ah, da unten sind sie. Ah, doch, die trainieren fleißig. Dodging und Fighting. Na gut, dann können sie auch mal weitermachen. Lassen wir die Zeit einfach laufen, ist ja auch mal okay. Und ich stiere einfach so lange auf den Möbelstockpile, bis da endlich mal ein Coffin auftaucht. Aber gut, ich kann dazwischen ein paar Türen verteilen. Und zwar will ich nur Garnittüren haben, das sind die weißen. So. Oh, da habe ich eine Idee. Wo die Elfen gerade noch da sind, schicken wir unsere Händler wieder hin. Und suchen nach, nicht de Pere, sondern nach Dorn. Und vertauschen jetzt hier die Chert- und Jet-Türen. Die will ich eh nicht haben. Weil dann tauchen sie auch, wenn wir sie vertauscht haben, nicht mehr im Menü auf. Das heißt, ich kann nicht aus Versehen mal eine falsche Tür setzen. Ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber sei es drum. So, und Gerugon schon auf dem Weg. Da ist er. Trade. Und jetzt haben wir hier noch eine Option, Offer Market to Letzifel. Das ist halt die Elfennation. Das heißt, wir können auch einfach diese ganzen Sachen, die wir ausgewählt haben, den Elfen schenken. Und das mache ich jetzt einfach mal. Oh? Ja, du bist sehr nett. Okay. Also bei den Elfen weiß ich nicht genau, was es macht. Bei den Zwergen weiß ich, dass man so die Aufmerksamkeit des Königs bekommen kann. Und von bestimmten Nobles. Jetzt habe ich es einfach nur gemacht, weil ich das Zeug loswerden wollte und die hatten eh nicht mehr allzu viel, was wir gebrauchen konnten. So. Jetzt wollte ich noch ganz viele Stoffsachen herstellen.
aber die brauchten alle auch den Crafts Dwarfs Workshop, was natürlich ärgerlich ist, weil hier werden die Steininstrumente hergestellt. Also wir sollten hier unten bei dem Closier Shop mal ein Loch reinmachen in den Stockpile. Und da bauen wir dann noch zwei Crafts Dwarfs Workshops rein, wo dann durchgehend Stoffsachen produziert werden. Einmal aus Granit bitte. Zack. Und ja, man kann Workshops auch aus sehr komischen Sachen bauen, wie Kohle zum Beispiel. Aber das will ich dann doch nicht. So, ist jetzt endlich ein Coffin da? Ja, ein Coffin ist da. Das ist dieses O oder die 0. Und die setzen wir jetzt unten in die Mine. B, ich glaube P war das? Nein. Wo ist der Coffin? Burial Receptacle. Da. Das kommt jetzt hier hin. Granitkoffin, okay. Wartet mal ab. In so 10, 20, 30, 50 Folgen ist hier alles voller Leichen. Oder Särgen. Und wenn er gleich steht, müssen wir den noch ein bisschen einstellen. Also wir können dann sagen, welcher Zwerg da rein soll. Also dass es als Zwergensarg benutzt wird. Weil man kann es auch als Haustiersarg benutzen. Also wir haben jetzt die Option B, Use for Burial. Denn C, um eigene Zwerge zu erlauben, das ist auf Ja. Und Pets zu erlauben, das wollen wir nicht. Nein. Und wir können jetzt aus dem Ganzen noch einen Raum designieren, nämlich eine richtige Grabkammer. Aber Grabkammern sind nur für Zwerge, die noch nicht tot sind, damit sie sich besser fühlen. Also irgendwelche Nobles später, die wollen Grabkammern haben, damit sie wissen, dass wenn sie sterben, sie auch eine schöne Umgebung haben, wenn sie dann in ihrem Sarg liegen. Das ist also für uns noch uninteressant. So, und this is the resting place of Extreme Chiller. Der müsste jetzt gleich hier reingetragen werden. Unser erster Toter, gestorben durch die Hand von Hex. Da wird schon mal seine Hand hingebracht. Okay, kann man sich irgendwie angucken, was genau drin ist? Ja. Extreme Chillers Left Hand. Das finde ich doch mal schick. Wir können dann später auch irgendwann mal so eine Rückblickfolge machen mit den ganzen Toten, wer wie gestorben ist. Wo bleibt Extreme Chiller selbst? Der ist wahrscheinlich noch oben auf dem Müllhaufen. Nee. Er ist schon irgendwo unterwegs. Ah, da habe ich ihn gerade gesehen. Müsste gleich da unten ankommen. Ich hätte schwören können, ich hätte so ein graues Männchen liegenderweise durch die Gegend sich bewegen sehen können. Also von irgendeinem Zwerg getragen. Aber na gut, das hätten wir auch erledigt. Wir können dann gleich noch mehr davon bauen, wenn wir denn die haben. Ja, wir haben jede Menge. Zack, zack, eine ganze Reihe runter. Haben wir schon ein bisschen was auf Vorrat. Denn wenn man die Zwerge nicht begräbt, können es Geister werden, die dann die Festung heimsuchen. Und das ist echt nicht toll. Die kann man zwar loswerden, indem man so bestimmte kleine Steintäfelchen schnitzen lässt, aber man sollte es gar nicht erst dazu kommen lassen. Denn die Verwandten drehen dann richtig durch. Wenn deren Verstorbenen erstmal nicht begraben werden und dann noch sie als Geist wieder heimsuchen, damit können die irgendwie nicht umgehen. Aber gut, machen wir jetzt mal eine kleine Pause und sehen uns gleich wieder.